Der Sommer ist da und vielleicht hast du vor, in den Urlaub zu fahren und brauchst noch das ein oder andere schöne, handgefertigte Teil und bist auf der Suche nach tollen sommerlichen Sachen oder du möchtest dir selber was gönnen oder du hast vielleicht jemanden in deiner Verwandtschaft oder ein Kind, was vielleicht die Schule wechselt und du suchst dann noch irgendwas Schönes. Da habe ich auf jeden Fall einen richtig tollen Tipp für dich. Ich habe mir so Produkte zusammengestellt und in so eine Collection zusammengefasst und das möchte ich mit dir super gerne durchgehen, was es einfach für tolle Sachen gibt, die handgefertigt sind von super schönen kleinen Manufakturen, die man jetzt so richtig toll im Sommer gebrauchen kann. Dann komm mal mit. Dann lass uns jetzt zusammen durch meine Collection gehen, die ich jetzt hier auf Casura erstellt habe. Ich habe da so super schöne Produkte zusammengefasst und vielleicht findest du auch das eine oder andere, wo du sagst, oh, das möchte ich auch unbedingt haben. Also, ich habe ja alles Mögliche zusammengefasst und den Schmuck von Holzsinfonien finde ich richtig schön. Es werden hier tolle Edelsteine mit Holz kombiniert, was ich eine super schöne und aber seltene Kombination finde. Deswegen, also da durch den Shop kann man wirklich super gut durchstöbern und mal gucken, was man da so findet. Meine Tochter wechselt ja die Schule von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Und ich habe hier bei Torwitz Sommerhaus habe ich diese tollen Schultüten gefunden. Das fand ich so süß. Und da steht dann halt auch drauf, Grundschule durchgestrichen und dann kommt irgendwie Gymnasium oder weiß ich, Gesamtschule oder was. Finde ich super schön und das musste ich unbedingt für meine Tochter kaufen. Also da kann man auch immer durch den Shop durchgucken. Da gibt es richtig tolle Sachen. Sehen wir später auch noch. Und ich stricke ja sehr viel, aber ich kann überhaupt nicht nähen und ich bewundere das, was ja Peggy von Mama sein macht. Das ist so schön und ich liebe auch diese Musselin-Geschichten jetzt vor allem für den Sommer und hier meine absolute Farbe Salbei. Genau, also durch den Shop, wenn du Tücher ja oder auch selbstgenähtes finden möchtest, dann ist das hier auch immer ein Blick wert. Wie im Laden machen ja auch Makramee, aber das, was hier Cut Crehaired macht, ist so unendlich schön. Also guck da unbedingt durch. Da kommen im Folgenden auch gleich nochmal ein paar Sachen. Die sind so schön. Ich finde hier so niedlich, diese Wandbehänge hier. Und du siehst halt einfach mit, wie viel Liebe das Ganze so gemacht ist. Hier auch was für Strickerinnen und Häklerinnen, die ein Aufbewahrungskörbchen oder so eine Projekttasche gerne haben möchten mit schönen Sprüchen. Da kannst du hier bei Sabines kleine Nadel auch vorbeigucken. Ich habe von Sabine ja die Tassen und die Taschen. Die werde ich dir auch gleich noch zeigen. Die sind so toll. Also auch als Geschenk, wenn man für jemanden was findet, der irgendwie wollbegeistert ist, findet man da immer was. Aber Sabine hat auch andere Taschen und andere Tassen im Programm. Hier nochmal andere Filztüten. Also hier geht es auch darum, wie die, ja, diese kleinen Wimpel hier aussehen. Hier sehen die Wimpel anders aus. Da kann man sich auch noch Farben aussuchen. Und hier haben wir nochmal eine wundervolle Kette von Holzsinfonien. Ich finde es so schön, diese Kombination mit Holz und dann Perlen oder ja, Edelsteinperlen. Es ist so schön. Bestickte Handtücher kann man natürlich, wenn man vielleicht am Strand ist oder so unterwegs ist, auch immer gut brauchen. Hier nochmal was. Die sind so toll, die Schlüsselanhänger. So, so toll. Alleine die Farben und auch die Machart, richtig schön. Hier nochmal die Wandbehänge in einer anderen Farbe. Kannst du hier nochmal gucken. Da habe ich jetzt hier nochmal eine Tasse als Beispiel rein genommen, hier in meine Collection komme, was wolle. Ich habe einige Tassen noch im Lädchen, aber wenn du ja jemand eine Tasse schenken möchtest oder du noch nicht alle Tassen im Schrank hast und du auch noch die eine oder andere Tasse brauchst, dann ja, guck mal auf jeden Fall bei Bienes kleine Nadel vorbei. Bei mir im Kasuva Shop findest du vor allem Anleitungen und ich finde den Sommer auch immer cool, um was Neues zu lernen. Und vielleicht hast du ja Lust, ja, einfach mal Socken quer zu stricken. Die sehen richtig schick aus. Und ja, da kannst du, findest du in meinem Shop auf jeden Fall Anleitungen. Ich habe sonst auch noch einen Online-Shop erstellt, ach, Online-Shop, einen Online-Kurs erstellt für das Socken-Querstricken, weil viele trauen sich da einfach nicht alleine dran. Da hast du da auf jeden Fall Unterstützung. Hier die tolle Tasche.
Ein Beispiel von Sabine, die ich meinte, da habe ich auch noch einige bei mir im Lädchen, aber hier kannst du auch durchgucken. Die hat auch, ich habe im Lädchen natürlich bei mir nur wollige Taschensprüche drauf. Es gibt da aber noch einige andere, also da kannst du da super mal durchgucken. Auch das finde ich irgendwie total schön mit diesen Sonnenstühlen hier am Meer, irgendwie ganz, ganz toll. Vielleicht, wenn du nicht in Urlaub fahren kannst oder jemand anders nicht in Urlaub fahren kannst, finde ich das auch irgendwie ein super cooles Geschenk einfach. Hier ist nochmal eine andere Filztüte zur Einschulung. Ich finde die einfach nur so ultra süß. Hier nochmal eine Kette aus Holz, finde ich auch zwei Holzarten miteinander verbunden, finde ich auch richtig schön. Hier noch was, oh, ich mag das total gerne, diesen Makramee-Schlüsselanhänger mit Regenbogenfarben, auch super, super schön. Und hier haben wir nochmal ein ganz, ganz tolles Musselintuch von Peggy. Und wenn man natürlich jetzt ja, wirklich jemand hat, der eingeschult wird und die Eltern schenken vielleicht eine große Schultüte und du suchst irgendwas Kleines, was man vielleicht mitbringen kann, da finde ich diese Filztüten einfach von Carina total schön. Also da findest du auf jeden Fall auch was zur Einschulung, zur Umschulung und so weiter. Also da guck hier bei Torwitz Sommerhaus auf jeden Fall vorbei. Hier noch ein weiteres Tuch. Ich liebe diese Tücher, ja. Habe ich ja schon genug geschwärmt wahrscheinlich. Genau, bei mir im Shop findest du vor allem Anleitungen hier. Und Sabine macht auch so Jutebeutel mit ganz, ganz tollen Sprüchen. Da guck auf jeden Fall rein, wenn du da was gebrauchen kannst. Ich finde die auch einfach super, super schön, um sich selbst zu beschenken, aber auch um anderen eine Freude zu machen. Und das fand ich auch so eine süße Idee, wenn es jetzt ein Geschwisterkind gibt und der andere quasi die große Schultüte kriegt bei der Einschulung. Da gibt es ja diese kleinen Geschwisterschultüten, die finde ich super süß, hier auch mit Namen individualisiert. Also einfach schön. Also wenn du in so eine Richtung was suchst, guck auf jeden Fall bei Torwitz Sommerhaus. Hier nochmal wundervolle Schlüsselanhänger. Ich kann immer nur schwärmen, ich finde die so schön. Anleitung von mir. Hier nochmal Schmuck aus Holz mit einer Perle dabei. Ich finde es einfach wundervoll. Und Sabine macht jetzt nicht nur Taschen und Jutebeutel, sondern halt auch diese Rucksäcke mit verschiedenen Bestickungen. Da guck auf jeden Fall mal durch. Hier, ich finde das auch ultra schick. Dieses Musselintuch mit diesem Glitzereffekt in diesem Olivgrün. Mega, also sieht richtig edel aus. Also ja, falls du in diese Richtung was suchst, hier nochmal was mit zwei Holzarten kombiniert. Hier kommen nochmal meine Anleitungen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch häkeln. Du findest bei mir Häkel- und Strickanleitungen im Shop. Hier nochmal, ich finde die Farbe einfach so der Knaller, das orangene Musselintuch. Und hier nochmal eine kleine Filztüte zur Umschulung. Also da ist wirklich dann Grundschule durchgestrichen, Gymnasium. Und die unterscheiden sich hier auch durch die Wimpel, durch die Farben. Also wenn du sowas suchst, guck unbedingt hier bei Torwitz Sommerhaus vorbei. Und hier gibt es noch ein Stricktuch von mir als Anleitung. Stöber hier einfach mal durch. Das ist so eine Anregung, was ich für Sachen einfach schön für den Sommer finde. Und du kannst halt, wenn du sagst, oh, ich brauche auch so eine Tasche, dann klickst du hier unten einfach drauf und dann landest du im Shop von Sabine und dann kannst du da alles durchstöbern. Wir können das ja mal machen. Da landest du jetzt hier in dem Shop und dann kannst du sagen, okay, ich suche jetzt Taschen. Und dann findest du hier zum Beispiel alle Taschen, die Sabine hier im Angebot hat. Und falls irgendwas nicht da sein sollte, weiß ich, dass du sie auch anschreiben kannst, zu sagen, ich brauche da mal was ganz Bestimmtes und dann wird da bestimmt auch dann was Individualisiertes draus gemacht. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude hier beim Durchstöbern und einen wundervollen Sommer.